wie kann ich mich am besten von meinem Dual abgrenzen? Wie kann ich es schaffen, nicht mehr an ihn zu denken? Wie stelle ich diese Gefühle von Sehnsucht ab? Wie schaffe ich es, den Schmerz nicht mehr zu spüren? Und wie baue ich eine Mauer gegen ihn auf? Das sind Fragen, die mir oft begegnen, wenn jemand mit mir über seinen Dual spricht, über seine Dualseele, seine Zwillingsflamme, seine Zwillingsseele. Und ich kann dann immer nur eine Antwort geben: Du stellst die falsche Frage. Und während ich bei einigen von euch offene Türen einrenne, weil das, was sie bisher darüber gehört haben, unstimmig ist und weil sie das schon längst gespürt haben, aber vielleicht niemals wussten, was sie genau eigentlich stört, was eigentlich das Problem an der vorherrschenden Theorie der Dualseele ist, werde ich bei anderen enormen Widerspruch ernten. Enormen Widerspruch, weil es ja um Selbstliebe geht, weil es doch darum geht, dass ich mich um mich kümmere, weil es darum geht, dass ich mich an erste Stelle setze. Und dir darf ich sagen, genau, du hast vollkommen recht, und dennoch ist die Idee der Abgrenzung gegenüber deinem Dual der völlig falsche Weg. Es ist der völlig falsche Weg und er führt dich in eine enorme Sackgasse. Und ich weiß das einfach aus vielen Prozessen, aus vielen Menschen, die mir erzählt haben, ja, ich habe das getan. Und am Ende standen sie da und sie kamen in ihrem Prozess nicht weiter. Bis zu einem gewissen Punkt brauchst du diesen Ansatz. Du brauchst bis zu einem gewissen Punkt diese Abgrenzung, und zwar bis zu einem gewissen Punkt deiner Entwicklung. Aber wenn du einmal darüber hinausgegangen bist, dann ist dieses Konzept das, was dich daran hindert, weiterzugehen. Du darfst es ungefähr so vergleichen, wie wenn du in Frankfurt bist und du willst nach Dortmund. Und dann weißt du, du musst über die A5, du musst über die A45. Und spätestens auf der A45 sind die Schilder nach Dortmund und du folgst ihnen. Und so ist das mit dem Konzept der Dualseelen auch, mit dem Konzept der Selbstliebe, der Abgrenzung. Du folgst diesen Schildern. Aber wenn du kurz vor Dortmund bist, dann hören die Schilder Dortmund plötzlich auf. Dann steht da sowas wie DO Mitte, Brakel, Hörde, Marten oder wie die Vororte alle heißen. Und du wirst vergeblich nach einem Schild Richtung Dortmund suchen. Warum? Weil es ausgedient hat. Weil du an dem Punkt, wo du eigentlich sein solltest, schon bist. Kommt also tatsächlich der Punkt, an dem du dieses Konzept fallen lassen musst, weil es dich nicht weiterführt, sondern immer nur um den heißen Brei herum. Also sozusagen, um im Bild zu bleiben, auf den Dortmunder Wallring, immer um die Innenstadt herum. Und du kommst niemals, niemals in den Stadtkern hinein, wo du eigentlich hin willst. Und schauen wir uns mal den Punkt an, wo das ganze Konzept komplett unstimmig wird. Es wird an der Stelle unstimmig, an dem du dich fragst, wer bin ich? Wer ist mein Dual? Und die Antwort ist, ihr seid ein und das Gleiche. Wenn ich mich aber von etwas abgrenze, was eins mit mir ist, dann grenze ich mich von mich selber ab. Und zwar im Falle des Duals von den Anteilen, die ohnehin abgespalten sind. Das Ziel des dualen Weges ist es, die abgespaltenen Anteile in sich aufzunehmen. Wenn ich aber den Träger dessen ablehne, wenn ich den Spiegel, der sich mir zeigt, wenn ich diesen komplett ablehne, wenn ich mich weigere, dort hineinzuschauen, dann kann ich unmöglich, ganz unmöglich, den Schritt gehen, der notwendig ist, um meinen Weg zu beenden. Dessen musst du dir vollkommen klar sein. Abgrenzung. Schau dir mal an, was Abgrenzung eigentlich ist. Im Lichte dessen, wer du wirklich bist. Denn du bist kein Ich, du bist kein Ego. Du bist alles,
was ist. Du bist das alles in einem. Du bist eins mit allem. Du bist das Selbst. Du bist eins mit Gott. Und in der Erkenntnis dessen kannst du dich einfach nicht mehr abgrenzen. Und wenn du es tust, dann hältst du an deinem Ego fest. Dein Ego ist das, was dein Unglück in deinem Leben hervorgerufen hat. Dein Ego ist das, was an dem Schmerz festhält. Dein Ego ist die Abgrenzung. Es ist das, was die Illusion zwischen Innen und Außen erschafft. Und genau das musst du aufgeben. Das ist die Essenz des dualen Seelenweges. Wenn du das beibehältst, dann kommst du niemals an dein Ziel. Vielleicht gehörst du zu diesen Menschen, die es versucht haben, die es ernsthaft versucht haben, sich komplett abzugrenzen, alle Übungen gemacht haben, sich einen neuen Partner gesucht haben und dies und das und jenes und ihr Kind geheilt haben und was sonst so unterwegs ist. Und sie mussten feststellen, oh, je mehr ich mich nach innen wende, desto tiefer wird die Verbindung zu meinem Dual. Und das ist genau das, was passiert, wenn der Dual echt ist und du dich wirklich nach innen wendest, nicht pseudomäßig, nicht weiter in die Identifikation des Egos hinein, nicht in das, was viele machen, die 3D-Konzepte, die sie ohnehin hatten, in spirituelle Worte kleiden und weiterhin mit ihnen verheiratet bleiben. Nein, das meine ich nicht. Wenn du dich wirklich nach innen wendest, dann machst du eine Transformation durch, die immer mehr in die Einheit mit deinem Dual führt, in die bewusst erlebte Einheit. Und wenn du versuchst, das abzubremsen, weil du dich ja abgrenzen musst, dann arbeitest du dir selber entgegen. Und dessen musst du dir völlig bewusst sein. Ich bin hier übrigens in Elche bei Alicante, wie du unschwer erkennen kannst, kann das nicht Deutschland sein. Denn die Vegetation, die gibt es in Deutschland nicht. Und ich bin hier, weil das meine Heimatstadt in Spanien ist, wo ich jetzt seit 2 Jahren fast nicht mehr gewesen bin. Aber auch, weil ich in einer Mission unterwegs bin. Und die Mission Vereinigung der Zwillingsseelen. Ich habe eine Freundin hier mitgebracht. Sie hat ihren Prozess abgeschlossen. Sie ist verpartnert mit ihrer Zwillingsseele. Sie sagt immer, es ist eine Zwillingsflamme. Aber da machen wir jetzt keinen großen Streit draus. Ist auch gar kein Streitpunkt zwischen uns. Sondern wir schauen uns mal an, was passiert ist. Sie ist seit über einem Jahr mit ihm verpartnert. Und nach dem normalen Dualseelenkonzept hätte das niemals passieren können, nicht passieren dürfen, weil sie hätte sich ja komplett abgrenzen müssen und den Kontakt vollkommen verweigern. Und unter diesen Umständen kann das natürlich nicht funktionieren. Ich habe das in anderen Videos schon thematisiert. Schau mal in die 10 Lügen über Dualseelen. Und natürlich hat mir keine vereinigte Dualseele erzählt, dass sie sich vollständig abgegrenzt und abgespalten hätte, weil wenn sie das getan hätte, wäre sie nie mit ihrem Dual zusammengekommen. Ich habe sie vor einigen Jahren kennengelernt, als sie noch mit ihrem falschen Zwilling zusammen war. Aber inzwischen hat sie diese Phase überwunden, hat ihre Zwillingsseele kennengelernt. Und sie sind ein Paar. Sie hat die Jahre wirklich intensivst an sich gearbeitet. Und das ist die Belohnung. Das ist die Belohnung des Ganzen. Und nun wollen die beiden einfach ein neues Leben miteinander beginnen. Und sie hat mit mir gesprochen. Sie hat sich entschieden, an den Ort zu wohnen, zu leben, wo ich auch lebe. Und ich habe ihr die Hilfe zugesagt. Und ich habe sie jetzt nach Spanien mitgenommen. Ihre Zwillingsseele ist noch in Deutschland, die hat noch so einiges zu erledigen, wird aber danach kommen. Er ist übrigens nicht eifersüchtig. Er weiß ganz genau, dass ich meine Seelenschwester nicht für mich beanspruchen werde. Und ihm ist auch ganz klar bewusst, dass sie sich auch nicht darauf einlassen würde, denn sie lebt in einer absolut erfüllten Beziehung. Und sie ist ja auch nicht die Frau, die zu mir gehört. Aber gehen wir weiter im Text. Das, was ich eigentlich will, oder das, was wir hier wollen, ist, dass die beiden hier ein neues Leben beginnen können.
und viele Schwierigkeiten, die sich in Deutschland bieten, einfach hinter sich lassen können. Ich habe sie jetzt also mitgenommen und wir haben jetzt sämtliche bürokratischen Hindernisse eliminiert. Das heißt, sie darf in Spanien bleiben, dauerhaft. Das ist als EU-Bürgerin eigentlich kein Problem. Dennoch muss man die administrativen Dinge erledigen. Da sie kein Spanisch kann, musste ich das also für sie tun. Ich habe über ganz hervorragende Beziehungen es geschafft, dass sie eine Wohnung bekommt, eine große Wohnung, für die sie umgerechnet nicht mal 1000 Euro im Jahr zahlen muss. Und hier praktisch ihre Berufung beginnen kann. Ja, Berufung ist eines der Dinge, die auf unserem Weg einfach liegen und die erfüllt werden müssen, damit wir dauerhaft mit unseren Seelenpartner in eine Beziehung gehen können. Sie gehörte also auch zu den Menschen, die mit dem Abgrenzungskonzept eigentlich nie etwas anfangen konnten, weil sie es innerlich als völlig unstimmig erfahren haben. Und es ist ganz klar, wenn ich einmal an dem Punkt bin, auch das hat sie mir erzählt, aber das ist nicht weiter überraschend, wenn ich einmal an dem Punkt bin, an dem ich weiß, wer ich bin, an dem ich weiß, wer mein Dual in diesem Fall die Zwillingsseele ist und dass wir zusammen gehören, einfach als inneres Wissen, ich komme gleich nochmal dazu, dann erscheint in mir auch sehr klar, wozu ich eigentlich auf dieser Welt bin. Was ist das, was ich gekommen bin, zu tun auf dieser Welt? Und dann erscheint es im Inneren und die Schritte, die notwendig sind dazu, die bisher vielleicht Schritte waren, die unglaublich unerfüllbar waren, wo man bisher zurückgeschreckt ist, wo man bisher gedacht hat, nein, das kann ich unmöglich schaffen. Die sind einfach da und sie werden umgesetzt von innen heraus. Und der Punkt ist, die Umstände fügen sich. Denn das, was wir hier gemacht haben, war einfach völlig unmöglich. Ich gehe nicht darauf ein, warum. Aber eigentlich war es so, dass die Umstände so lagen, dass wir niemals, niemals dies hätten schaffen können. Sowohl wegen der Situation, die sich in Deutschland geboten hat, als auch der, die sich hier geboten hat. Aber wir haben es sowohl geschafft, die Hindernisse in Deutschland aus dem Weg zu schaffen, bis auf einige wenige, wo wir jetzt dran sind, und die Hindernisse hier. Ich habe hier ein paar unerwartete administrative Schwierigkeiten erlebt, die normalerweise bei EU-Bürgern gar nicht auftreten. Aber selbst das hat sich in wunderbarer Weise gefügt. Und die Sache mit der Wohnung ist natürlich ein Wunder, dass die Umstände dann plötzlich so zusammenspielten, dass einfach eine wunderschöne 100 Quadratmeter Wohnung für den Selbstkostenpreis abfällt. Was ich dir damit sagen will, ist tatsächlich, dass in dem Moment, in dem du bereit bist, in dem du wirklich bereit bist, sich die Umstände fügen. Sie ist nicht die Einzige, die das erlebt hat. Ich weiß, in meinem Umkreis von mehreren und auch bei mir selbst hat sich einfach alles gefügt. Und nun gehe ich näher darauf ein, warum du dich überhaupt gar nicht abgrenzen musst und warum dich diese Abgrenzung in eine Sackgasse führt. Und ich möchte dir das in einem Bild nahe bringen, weil das da am leichtesten klar wird, was eigentlich passiert, wenn du dich abgrenzt. Zunächst einmal, am Anfang unseres Prozesses machen wir ja alle eine Phase durch, in der wir unglaublich an unseren Seelenpartner, an der Dualseele, Zwillingsflamme, Zwillingsseele klammern. Und dieses Klammern, das bewirkt, dass der andere weggeht, in die andere Richtung, ja, sich vor uns zurückzieht. Das ist ein notwendiges Geschehen, aber ich will jetzt mal ein Bild überwechseln. Denn diese Dinge erkläre ich in anderen Videos sehr viel tiefer. Wir gehen also ein Bild über. Stell dir einmal vor, du gehst jeden Morgen in eine Bäckerei Brötchen kaufen. Und du hängst sehr an dieser Bäckerei. Und weil du sehr an dieser Bäckerei hängst, versuchst du den Bäcker daran zu hindern, den Laden zu verlassen. Du terrorisierst ihn nachts mit Anrufen. Du sorgst dafür, dass er schon um Mitternacht erscheinen muss.
und machst alles Mögliche, damit diese Bäckerei nachts nicht schließt, weil du Angst hast, dass sie morgens nicht aufmacht. Und okay, vielleicht stellst du eines Tages fest, das ist es nicht. Das kann es nicht sein. Und dann wechselst du ins polare Gegenteil. Auf den Seelenpartnerprozess übertragen. Wir klammern nicht mehr, wir spalten ab. Was du dann tust mit dem Bäcker ist, du ignorierst ihn. Du terrorisierst ihn, indem du einfach dich gegen ihn stellst. Du kaufst dort nicht mehr ein. Was du tust, ist, du suchst einen neuen Bäcker. Einen, von dem du weißt, dass er dich vergiftet, dass er nur Industrieware da stehen hat. Und es schmeckt dir auch nicht. Aber von diesem Kerl willst du nichts mehr wissen. Und das ist genau das, was du beim Abspalten tust. Du gehst nicht zu dem Menschen, der dich wirklich nährt, der dir das gibt, was du brauchst. Wenn du wirklich eine Dualseele hast, dann weißt du, dass dieser Mensch dir tatsächlich das gibt, was du brauchst und dass es dir niemals verweigert hat. Nur das, was du brauchtest, war genau das, was du bekommen hast. Du musstest dich entwickeln, du musstest deinen Weg gehen. Und was hat dieser Mensch gemacht? Er ist aus dem Weg gegangen, nachdem deine Entwicklung angetriggert wurde. Und das ist überhaupt kein Grund, dass du dich gegen ihn stellst, weil du jetzt verbockt bist. Um zur Bäckerei zurückzukehren, ein sinnvoller Umgang mit der Bäckerei wäre, dass du dich abends hinlegst und einfach weißt, sie macht morgen früh wieder auf. Weil das steht da dran, da steht 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr Geschäftszeiten, irgendwie sowas. Und du weißt, sie macht Montag bis Samstag immer auf und am Sonntag von 7 bis 10 Uhr. Und du weißt es einfach. Du kämpfst nicht mehr darum. Du machst dir keine Gedanken drum. Du sorgst dich nicht mehr dafür. Du weißt einfach, dass das ganz zuverlässig ist und dass du immer bekommst, was du brauchst. Und wenn du eines Tages mit deinem Dual zusammenkommen sollst als Paar, dann wird dies geschehen. Es sei denn, du stellst dich in den Weg. Und das ist das, was erstaunlicherweise viele, viele machen. Sie stellen sich diesen Prozess in den Weg. Der Weg dahin ist aber tatsächlich, dich nach innen zu orientieren, zu dir. Und du wirst genau das feststellen, was meine Freundin festgestellt hat, was ich festgestellt habe, was viele andere festgestellt haben. In dem Moment, in dem du dein Ego, das, was dich abgrenzt vom Innen- und Außenwelt, das, was eigentlich die Quelle deines Schmerzes ist, mit dem du dich identifizierst, in dem Moment, wo du beginnst, das loszulassen und dich wirklich auf dein wahres Sein konzentrierst, wird die Verbindung zu deinem Dual umso stärker. Und du brauchst dann nicht mehr darum kämpfen, denn es ist alles da. Und du weißt einfach, dass dieser Mensch zu dir gehört. Du weißt einfach, dass sich das erfüllen wird. Ganz egal, was er jetzt gerade tut, ganz egal, mit wem er zusammen ist, auch ganz egal, mit wem du gerade zusammen bist und was du tust und ganz egal, was er sagt. Diese Gewissheit ist der Punkt der Freiheit, an dem du dein Selbst, das, was du bist, verwirklichen kannst. Und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, solange du dich mit Techniken befasst, die deiner Abgrenzung dienen, dich damit befasst, wie du die Schutzmauer gegen dein Dual noch höher legen kannst, so lange bist du emotional abhängig. Du bist nur vom Klammern ins polare Gegenteil, ins Abspalten gegangen. Aber das ändert nichts daran, das ändert überhaupt nichts daran, dass du emotional von ihm abhängig bist. Wenn du es nämlich nicht wärst, dann würdest du einfach wissen, was auf euch zukommt. Einfach wissen, was eure Bestimmung ist. Und dich nicht weiter darum kümmern, sondern die Schritte tun, die für dich notwendig sind. Ich bin übrigens in dieser Stadt an keinem besonderen Ort. Orte wie diesen gibt es hier zuhauf. Selbst die Innenstadt sieht so aus. Das ist eines der prächtigsten Orte in Europa. Und ich erwähne das deswegen, weil es auch so ist, dass in dem Moment, in dem du innerlich in deinen Frieden gekommen bist, du bemerken wirst,
dass deine Resonanz sich komplett verändert. Und in dem Moment, wo sich deine Resonanz komplett verändert, sich auch deine Außenwelt verändert. Das heißt, du unternimmst Schritte und das, was sich dir als äußere Realität präsentiert, wird viel, viel mehr zu dem, was dir innerlich tatsächlich entspricht, was der Schönheit deiner Seele entspricht. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Aber dieser natürliche Vorgang, der kann nur dann geschehen, wenn du aufhörst, das Leben, so wie es ist, abzulehnen. Wenn du aufhörst, das, was da ist, zu bekämpfen. Und das bedeutet auch, wenn du aufhörst, die Verbindung zu deiner Dualseele zu bekämpfen. Wenn du das tust, dann wehrst du dich gegen das, was ist. Du wehrst dich gegen dein Selbst, du wehrst dich gegen deine Seele. Du schmeißt Gott, das Geschenk, was er dir durch die Dualseele gegeben hat, vor die Füße. Und es möchte dir jetzt keine Angst machen, denn Gott wird dich nicht bestrafen, weil du das schon selber tust. Du bestrafst dich damit in unglaublicher Weise. Denn indem du dein Ego aufbaust, indem du diese Abgrenzung immer weiter treibst, hinderst du dich an deiner inneren Befreiung. Das ist jener Zustand, in dem du wirklich in absoluten inneren Frieden verfällst und die äußeren Umstände nichts mehr mit deinem Wohlbefinden zu tun haben, weil du weißt, wer du bist. Du weißt, wozu du gekommen bist, und vor dir erscheinen die Schritte, die du zu tun hast. Und die Vereinigung, wenn sie geschehen soll, wenn du dich dafür entscheidest, dann wird sie auch geschehen. Ja, es ist etwas, wo ich wieder ein neues Video drüber machen werde, aber ich erwähne es hier schon. Die Voraussetzung dafür, dass die Vereinigung passiert, ist nicht nur, dass du an den Punkt deiner Entwicklung kommst, der notwendig dafür ist, den habe ich gerade beschrieben, sondern auch, dass du dich entscheidest, dass es dazu kommt. Das heißt, das Universum, Gott, wird dir irgendwann mal die Frage stellen, okay, willst du es jetzt wirklich haben? Und die Sache ist die, wenn du sagst ja, wird an dem Punkt dein Dual auch ja sagen. Es mag noch eine Weile dauern, es mag im Äußeren noch Umstände geben, die sich fügen müssen, aber sie werden sich fügen. Das geschieht deswegen, ganz einfach, weil du und deine Dualseele, ihr seid eins und ihr trefft die Entscheidungen gemeinsam. Und eine dieser Entscheidungen war, dass ihr niemals in eine äußere Vereinigung kommt, bevor bestimmte Entwicklungsschritte nicht passiert sind. Und jetzt, wo die passiert sind, kannst du das Klammern aufgeben und du kannst deine Abwehr aufgeben und du kannst einfach mit dem, was ist, in vollständigen Frieden gehen. Und genau das wünsche ich dir, dass du wirklich innerlich mit deinem Leben, mit allem, was sich da befindet, in vollständigen inneren Frieden gehst, das annimmst als deins und es zulassen kannst damit, dass sich die Dinge auch verändern. Du tust das wohlgemerkt nicht, damit sie sich verändern, sondern die Veränderung ist einfach die natürliche Konsequenz daraus. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal, dass das sackt und ganz tief in dich eindringt. Und wenn du 20 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre den anderen Weg gehen willst, dann ist das komplett deine Entscheidung. Aber du wirst niemals, niemals an den Punkt des völligen inneren Friedens, der völligen Erfüllung kommen, weil du dich von dich selber abspaltest.